Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 51 und zwar für die Handelstage vom 17. bis 21.12.2018. Wie gewohnt wollen wir uns den Märkten DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold widmen, wollen auf das charttechnische Bild blicken, Widerstände und Unterstützungen betrachten aus der vergangenen Handelswoche bzw. aus den vergangenen Handelswochen, Kerntendenzen herausfiltern und natürlich schauen, was in den kommenden Handelswochen bzw. eigentlich ja momentan erstmal in den nächsten Handelstagen des Jahres, in den letzten Handelstagen des Jahres hier noch passieren könnte. Welche Kerntendenzen könnten eventuell eintreten, beziehungsweise welche Widerstände und Unterstützungen könnten in den Märkten eine tragende Rolle spielen? Vorab erstmal der Blick hier auf die Videos auf YouTube. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr hier auf dem YouTube-Kanal von JFT Broker seid und ihr euch ja natürlich jetzt hier gerade diese Analyse anschaut, dann habt ihr die Möglichkeit, auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung die entsprechenden Märkte, ihr seht die Auflistung der entsprechenden Märkte und dahinter eine Zeitangabe. Ihr könnt entsprechend auf diese Zeitangabe klicken und ihr kommt in dem Video direkt zu der Analyse des entsprechenden Marktes. Also ihr müsst hier euch nicht die komplette Analyse anschauen, sondern könnt in dieser Analyse hin und her springen. Wir würden uns natürlich nach wie vor freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt, wenn ihr weiter fleißig unter diesem Video kommentiert. Das freut uns als YouTube-Kanal natürlich hier und wir merken, dass natürlich hier ein positives Feedback zu diesen Analysen grundsätzlich kommt. Wir starten erstmal dann auch mit dem Risikohinweis an dieser Stelle. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliert. Definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen hier mal auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche. Vorab erstmal kurz die Gedanken dazu, was jetzt hier grundsätzlich zum Ende des Jahres hier am Markt stattfinden kann. Wir haben jetzt noch eine komplette Handelswoche und wir haben danach, zumindest bei uns in Europa, natürlich Heiligabend, am Montag, den 24.12., erster Feiertag, zweiter Feiertag, Dienstag und Mittwoch, Donnerstag und Freitag haben die Börsen dann nochmal geöffnet. Also wir haben jetzt quasi hier, gerade für den DAX, den wir uns jetzt als allererstes gleich anschauen werden, noch 7 Handelstage. Für mich persönlich ist das Handelsjahr eigentlich schon so gut wie abgeschlossen. Ich mache zwar jetzt hier gerade im Rahmen der Livestreams noch den einen oder anderen Trade. Wir analysieren natürlich trotzdem die Märkte. Die eine oder andere Chance wird sich da auch in der kommenden Handelswoche noch geben. Aber grundsätzlich bin ich schon etwas defensiverer Natur in den letzten Tagen und Wochen unterwegs und natürlich auch in den nächsten Tagen. Und so ergeht es natürlich auch vielen, vielen anderen Tradern. Also in den nächsten kommenden Handelstagen ist es denkbar, dass die Volatilitäten langsam zurückgehen, dass das Volumen langsam zurückgeht und entsprechend hier vielleicht gar nicht mehr so viele Bewegungen aufkommen an den Märkten. Für die kommende Handelswoche vielleicht erstmal nicht ganz so gravierend, aber dann für die letzten 2 Handelstage in der kommenden Handelswoche kann es durchaus sein, dass hier die Bewegung wirklich merklich zurückgeht. Und von daher sollte jetzt auch nicht mehr sonst da was vom Markt erwartet werden. Das erstmal grundsätzlich vorab. Hier nochmal der Gedanke. Dann starten wir am Montag mit ein paar Sachen, die um 11 kommen, Verbraucherpreisindex aus der EU-Zone. Das sind jetzt alles nicht, meiner Meinung nach zumindest nicht, die entscheidenden Punkte, die jetzt hier zu Bewegung führen sollten an den Märkten. Aber wir haben es hier, wir sehen es hier für den Mittwoch anvisiert, 20 Uhr beziehungsweise dann eben 20.30 Uhr die Pressekonferenz. FED-Zinsentscheidung, FOMC-Protokoll bzw. Pressekonferenz. 20 Uhr Zinsentscheidung sollte, denke ich, relativ klar sein, dass hier gar nicht so viel mehr Informationen kommt. Aber die Pressekonferenz, denke ich, die kann ja relativ wichtig sein, denn die FED hat ja schon signalisiert, dass sie eventuell ein wenig hier die Denkweise zu den entsprechenden Zinserhöhungen etc. pp. Eventuell etwas konservativerer abhalten möchte. Und da müssten wir mal schauen. In den letzten Wochen hat auf jeden Fall der Markt auf entsprechende FED-Entscheidungen bzw. entsprechend FED-Pressekonferenzen teilweise etwas volatiler reagiert. Und dann scrollen wir mal weiter nach unten und da sehen wir, dass auch am Freitag 20.30 Uhr hier nochmal
eine Rede von FED-Präsident Powell im Prinzip angesetzt ist. Das ist zwar Freitagabend, ich denke, da werden die meisten von uns gar nicht mehr aktiv sein, aber da kommt dann im Prinzip auch nochmal was. Und auch am Freitag um 14.30 Uhr kommen ein paar Zahlen, die meiner Meinung nach auch nicht so kriegsentscheidend sein sollten für den Markt. Aber man sollte hier natürlich trotzdem darauf schauen, auch für diejenigen, die eben hier auf den britischen Pfund blicken. Bank of England Zinsentscheidung Donnerstag 13 Uhr, eben natürlich für den britischen Pfund auch wichtig, vielleicht so ein Hauch auch für den Euro, denn der britische Pfund hat eben auch in den letzten Tagen teilweise relativ volatil nicht nur auf Zinsentscheidungen reagiert, sondern dort ist ja gerade dieses Brexit-Thema, wird ja dort relativ heiß gekocht und da war eben hier Vertrauensvotum, May und so weiter, da war schon etwas Volatilität drin und das kann natürlich für den britischen Pfund dann auch bedeuten, dass hier am Donnerstag um 13 Uhr eventuell auch nochmal ein bisschen Bewegung reinkommt. Aber britischer Pfund ist ja jetzt hier nicht so Teil der Analyse, aber wir werden mit dem Euro heute auch mal ganz kurz auf den britischen Pfund schauen, denn ich habe vergangene Handelswoche aufgrund der Euro-US-Dollar-Analyse im britischen Pfund Geld verdient, denn dort ist die Volatilität aktuell etwas höher und wir konnten da einen sehr, sehr schönen Trade auf der Abwärtsseite platzieren. Werden wir uns aber gleich im Rahmen der Analyse entsprechend dann auch anschauen. Also wir starten mit dem DAX, der vorletzte Handelswoche. Ich muss mal gucken, ich sitze heute nicht in meinem Büro, sondern bin unterwegs, einer der Vorteile eines Traders, dass man eben auch mal ein wenig unterwegs sein kann, aber ich habe hier eben dann meistens meine Rechneranlage mit dabei, zumindest einen Teil davon, habe hier allerdings mein Setup etwas anders als sonst gewohnt. Wir schauen uns die vorletzte Handelswoche an, im DAX wirklich sehr, sehr sauber abwärts, hatten wir uns ja schon angeschaut, vergangenes Handelswochenende, und jetzt hier in der vergangenen Handelswoche erstmal mit leichten Bewegungstiefs und wir hatten folgenden Kernkonsens aus der vergangenen Handelsanalyse herausgelesen, dass auf jeden Fall dieser Unterstützungsbereich hier unten, startend im Bereich 800 und dann ging das so schrittweise nach unten, dass es durchaus denkbar ist, dass der Bereich hier unten mit diesen aktuellen Bewegungstiefs nicht nur grundsätzlich als Unterstützung dienlich sein sollte, sondern dass eben auch es sein kann, wenn wir immer mal wieder neue Bewegungstiefs ausbauen, dass der Markt dann entsprechend von den Bewegungstiefs entsprechend nach oben wieder reagiert. Er baute direkt am Montag mit den Eröffnungskursen hier eben neue Bewegungstiefs aus und baute dann erstmal grundsätzlich hier in der Handelswoche eine leichte Aufwärtstrend. Tendenz aus, an immer wieder wichtige Widerstände heran, bedeutete, dass teilweise der Markt dann auch immer reagierte, aber die ersten Handelstage der Woche doch erstmal verhältnismäßig sauber, so ein bisschen teilweise schleppend nach oben liefen und dann in den Bereich 900 beziehungsweise zwischenzeitlich, und das war so ein bisschen das Unsaubere in der vergangenen Handelswoche, dass er dann doch nochmal der Markt hier direkt an diese Tiefs ranlief und ich hatte ja in der vergangenen Handelswoche den Bereich um die Marke 10.900 für mich als richtungsentscheidend angenommen, führte auch erstmal dazu, dass ich im DAX in der vergangenen Handelswoche wirklich gar nicht großartig Geld verdienen konnte, sondern unterm Strich sogar leicht im Minus liege. Ich konnte im Dow Jones zwei gute Trades produzieren mittlerweile oder schlussendlich, ich konnte im britischen Pfund einen sehr, sehr guten Trade platzieren, habe in diesen Märkten dann Geld verdient und habe im DAX leichtes, aber wirklich nur leichtes Geld verloren. Und zwar war ja der Gedanke, dass der Markt hier, wie es schlussendlich nun auch erstmal aussieht, dass diese Bewegung vom Start der vergangenen Handelswoche hier, die aufwärts ging, eine Erholung im Abwärtstrend ist und entsprechend auch immer wieder leichte Rücksetzer stattfanden. Aber teilweise war die Bewegung so sauber auf der Nordseite, dass eben Verlusttrades entstanden sind aufgrund der Versuche, hier eben auf der Shortseite Geld zu verdienen. Und dann kam die Reise nach unten dann zum Ende der Handelswoche und hier habe ich dann eben ein, zwei Setups verpasst, eins auch gehandelt, wo ich dann trotzdem Break-Even rausgeflogen bin. Also so richtig, auch wenn die Analyse mehr oder weniger hinhaute, oberhalb von 900 waren ja dann so die Gedanken, dass der Markt vielleicht doch in Richtung 11.000, 11.050 steigen könnte, weiter steigen könnte, tat er nicht, er rutschte relativ zügig wieder unter 10.900. Aber die Möglichkeiten von meiner Seite, zumindest in der vergangenen Handelswoche, waren hier nicht so gut umsetzbar. Ich habe sie nicht so gut nutzen können und das führte dazu, dass ich im DAX leichtes Geld auf dem Weg habe liegen lassen. Aber nicht so schlimm. Wir haben auch in der verkommenen Handelswoche hier, denke ich, noch durchaus die ein oder andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ich denke, oder zumindest ist es so, der Kern meiner Analyse für die kommende Handelswoche, wir schieben mal das Bild jetzt etwas zusammen. Wir merken uns, und das ist, denke ich, jedem klar, dass wir natürlich weiterhin abwärts tendierend sind. Dass wir vom Kerntrend weiter abwärts tendierend sind und dass es auch
übergeordnet nicht auszuschließen ist, trotz Ende des Jahres und eventuell der ein oder andere ja immer davon spricht, dass es vielleicht eine Jahresendrallye gibt. Die Anzeichen dafür sind erstmal nicht so positiv. Wenn sie denn kommen sollte, vielleicht in den letzten Handelstagen, werden wir uns das vom Markt sagen lassen. Aktuell sind wir abwärts tendierend. Das merken wir uns. Und wir schauen uns jetzt wieder, wie gewohnt, einen richtungsentscheidenden Bereich an. Wenn wir darüber laufen, ist es etwas wahrscheinlicher, dass vielleicht die Aufwärtsseite etwas mehr Relevanz bekommt. Wenn wir darunter bleiben, sollte es weiterhin denkbar sein, dass der Markt Schwäche sieht, dass wir immer wieder Möglichkeiten auf der Abwärtsseite bekommen, beziehungsweise von der prozyklischen Sicht her, also was der Markt uns grundsätzlich sagt. Und er sagt uns grundsätzlich erstmal abwärts. Und ich hatte ja für die vergangene Handelswoche eben den Bereich um die Marke 10.900 als richtungsentscheidend angenommen. Und dieser Bereich war dann auch mehr oder weniger richtungsentscheidend. Der Markt war in der vergangenen Handelswoche sehr oft an der 10.900 dran, erst von der Unterseite und dann eben auch von der Oberseite und dann wieder von der Unterseite. Und zwar hatten wir den ersten Versuch, wir hatten den zweiten Versuch, dann den Durchläufer, dann erster Versuch Oberseite, zweiter Versuch Oberseite, dritter Versuch Oberseite, vierter Versuch Oberseite, fünfter Versuch Oberseite und dann ging irgendwann der Markt wieder durch und dann hatten wir diesen Bereich wieder von der Unterseite als Widerstand und der Markt testete oder arbeitete sich mehr oder weniger wirklich um diesen richtungsentscheidenden Bereich herum und darunter war der Gedanke ja abwärts und darüber so leicht aufwärts. Da hatten wir ein paar Ausrufezeichen dahinter gepackt und es wird für die kommende Handelswoche, zumindest ist es mein Ansatz, nicht anders sein. Der Bereich um die Marke 10.900 sollte auch in der kommenden Handelswoche ja schon richtungsentscheidend sein. Bedeutet, was hier charttechnisch ja auch relativ gut aussieht. Wir markieren uns den Bereich 10.900. Wir haben jetzt hier einen Start einer Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs. Eventuell, wir wissen es noch nicht. Aber wir haben hier übergeordnet jetzt eine Bewegung nach unten. 10.900 von unten getestet und der Markt ist jetzt hier schon wieder am Laufen nach unten. Wenn wir jetzt hier dieses Zwischentief, was ist das um die Marke 10,7 knapp darüber, wenn wir diesen Bereich nach unten durchschreiten, dann bauen wir übergeordnet auch eine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs aus. Aber wir sind auf jeden Fall wieder unter 10.900. Wir könnten eventuell eine Sequenz fallender Tiefs, fallender Hochs hier im übergeordneten Bereich auf dem 4-Stunden-Chart ausbauen. Und darauf würde ich auch erstmal setzen, dass auf jeden Fall Tendenzen auf der Abwärtsseite denkbar sind und zwar unterhalb von 10.900. Wir zeichnen uns den Bereich nochmals ein und dann belassen wir es auch dabei und zeichnen uns hier die Gedanken für die kommende Woche ein. Also 10.900, alles was da drunter ist, würde ich erstmal versuchen, weiter auf der Abwärtsseite ja, umzusetzen. Und hier sogar, ja idealerweise wäre es natürlich schön, wenn wir nochmal so leichte Bewegungen nach oben sehen. Aber wenn wir uns hier das Ende des Freitags anschauen, dann ist es auch denkbar, dass wir relativ zügig, prozyklisch hier weiter gen Süden laufen. Sprich am Montag, je nachdem, wie dann auch die Asiaten starten, wie dann hier die Vorzeichen für den DAX sind. Ich würde es mir eventuell am Montag überlegen, mal einen Hauch aggressiver in den DAX reinzubekommen. Auf der Abwärtsseite mit dem Gedanken, dass dann vielleicht gleich der Montag schwach ist und der Bereich um die Marke 10.750 bzw. 10.750 ist ja der Bereich hier, dass wir dort in diesem Bereich pushen könnten. Ja, also das wäre so der Gedanke, aber idealerweise wäre es sogar schön, wenn wir vielleicht noch so leichte Aufwärtstendenzen nochmal sehen, um dann hier entsprechend die Abwärtsseite aufzubauen als realistisches Ziel. Viel weiter würde ich erstmal zumindest für die ersten Handelstage nicht vom Markt verlangen wollen, dass wir die Bewegungstiefs um die Marke 10,6 knapp darunter nochmal anlaufen. Das ist aus dem aktuellen Kursbereich in etwa so 220 Punkte. Wir haben eine höhere Wochenschwankung. Aber aufgrund dessen, dass wir die eigentlich komplette vom Montag bis Freitag letzte Handelswoche des Jahres haben und erfahrungsgemäß nicht selten die Volatilitäten etwas zurückfahren, ja, würde ich erstmal nicht viel mehr vom Markt verlangen als in den ersten Handelstagen, vielleicht auch für die komplette Handelswoche, dass wir hier in den Bereich der Tiefs ranlaufen, vielleicht nochmal neue Bewegungstiefs. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass hier unten nach wie vor ein Bereich aus 2016 herrscht, der gravierende Unterstützung bietet und somit wäre so ein leichtes Unterschreiten dieser Tiefs auch denkbar, aber dann auch wieder der Gedanke, hier unten könnten wir nach oben laufen. Das hatten wir in der letzten Trading-Woche-Analyse besprochen. Wer das eben regelmäßig sich hier anschaut, was ich persönlich auch empfehle,
Der wird wissen, warum das da unten ein wichtiger Bereich ist und das eben ich dann auch übergeordnet gesagt habe, in den nächsten Wochen und Monaten könnte ein Lauf darunter immer wieder dazu führen, dass etwas merklichere Erholungstendenzen eintreten und so würde ich das auch für die kommende Handelswoche sehen, also den Lauf hier runter in den Bereich, durchaus interessant, auch Ausbau neuer Bewegungstiefs hier, aber nicht erstmal zumindest nicht der gravierendste Ausbau neuer Bewegungstiefs. Und wenn wir hier, ja, wirklich Montag und vielleicht Dienstag mit starkem Momentum nach unten kommen, wenn wir uns die vorletzte Handelswoche hier anschauen, dass das anfängt, sich so aufzubauen hier oben, ja, dann müssten wir hier nochmal darüber sprechen, eventuell diese Analyse etwas, ja, zu ändern, dass es vielleicht doch ein bisschen stärker nach unten geht. Davon gehe ich aber erstmal nicht aus, sondern etwas behäbigere Läufe gen Süden und es reicht uns auch erstmal, zumindest im Daytrading, diese Ziele auf der Unterseite anzunehmen. Sollten wir allerdings nachhaltig. Und nachhaltig bedeutet nicht, dass wir im 5-Minuten-Chart mal kurz Richtung 10.900 bzw. diesen Bereich kurz überlaufen, sondern dass hier Schlusskurse auf Stundenbasis oder auf 4-Stunden-Basis stattfinden, oberhalb von 10.900. Und dann würde es hier auch durchaus Sinn machen, vielleicht nochmal auf die Long-Seite zu setzen, mit dem Gedanken 11.000, 11.050, ja, damit natürlich das Überschreiten der Vorwochenhochs. Und dann aber, was wir hier nicht so genau sehen, das müsste man jetzt nochmal schauen, ich habe es jetzt auch nicht genau im Kopf, aber ich weiß, dass hier oben in Richtung 11.200, hier oben ist nochmal ein offenes Gap, ein relativ großes offenes Gap, ich glaube vorletzte Handelswoche, Dienstag auf Mittwoch oder Mittwoch auf Donnerstag, was hier oben in irgendeiner Art und Weise offen steht. Und dieses Schließen dieses Bereiches ist grundsätzlich auch nicht undenkbar und vielleicht sogar, das war so mein Gedanke, der kam so aus dem Bauch raus, der ist schwer begründbar, aber das ist nicht auszuschließen, ist das vielleicht sogar der Jahresendkurs um die Marke 11.200 oder so, dass zumindest dieses Schließen dieses Gaps jetzt nicht als unrealistisch gelten könnte. Und somit wäre hier auf jeden Fall die Long-Seite oberhalb von 10.900 auch nicht uninteressant. Wir schauen uns das Ganze gleich im S&P an, der ja eh relativ choppy ist. Und natürlich, wenn der S&P nach unten wegdrückt, heißt das auch für den DAX-Short. Aber wenn wir da erneut leichte Erholungstendenzen sehen, könnte hier eben auch dieses Aufwärts-Setup eintreten. Und das werden wir als Grundlage für die Livestreams kommende Handelswoche nehmen. 10.900, darüber natürlich entsprechend auch an Aufwärtstrades denken, aber was hier eben ganz wichtig ist, und das werden wir oder haben wir auch in den letzten Wochen ja immer wieder so besprochen. Wir sind natürlich übergeordnet, nicht nur hier vorletzte Handelswoche abwärts, sondern darum haben wir eingangs das Bild uns ganz übergeordnet angeschaut. Selbst natürlich Erholungen über 10.900 in Richtung 11.000, 11.050, 11.100, 11.200 sind trotzdem übergeordnet natürlich noch abwärts tendieren, was da bedeutet, wenn wir an markante Widerstandspunkte kommen, dass ich natürlich auch oberhalb von 10.900 hier es nicht ausschließe, natürlich mal Abwärtsgedanken zu tätigen, was ich hier unten in dem Bereich, also vice versa, auf der Aufwärtsseite, also in diesem Abwärtszonenbereich auf der Aufwärtsseite etwas weniger machen wollen würde, aber hier oben prozyklisch sind natürlich weiterhin dann auch Abwärtsgedanken denkbar. Und wir blicken mal auf den US-Markt, hier ja eben allem voran dann immer der S&P, der auf jeden Fall erstmal kurzzeitig in der vergangenen Handelswoche zum Start diesen Tiefbereich, diese Seitwärtszone, die wir hier übergeordnet eingezeichnet hatten, nach unten durchschritten hat, dann lief der Markt erstmal dort wieder rein. Ich zeichne das mal ein. Das ist hier so eine Seitwärtsschiebezone. Wir hatten sie in diesem Bereich markiert. Und wir hatten dann eben der vergangene Handelswoche schon den Schluss, eigentlich im mehr oder weniger im unteren Bereich hier dieser Schiebezone, haben dann auch einen etwas tieferen Eröffnungskurs gehabt. Der Markt dippte erstmal weiter nach unten. Hier. Baute neue Bewegungstiefs aus, lief sogar hier unter die Tiefs vom Oktober 2600. Aber dann kam erstmal hier wieder auch Erholung rein in charttechnisch wichtige Bereiche, die wir besprochen haben, auch teilweise als richtungsentscheidend. Aber der Markt zeigte zum Schluss der Handelswoche hier dann wieder Schwäche und wir schlossen auf sehr, sehr tiefem Niveau und zwar auf dem Niveau dieser Tiefs hier von Ende Oktober. Also in dem Niveau 2600. Was auf jeden Fall für Schwäche spricht. Ja, klar, wenn man tiefe Schlusskurse hat, schwache Schlusskurse, ist das ein Zeichen von Schwäche. Und ich würde allerdings für die kommende Handelswoche den richtungsentscheidenden Bereich etwas anpassen. Wir sind jetzt hier, ja, ganz grob mehr oder weniger, aber wir haben
ein Hoch, wir haben hier nochmal ein Hoch, wir haben hier ein Hoch. Also wir haben eine Sequenz fallender Hochs. Ja? Wir sind unterhalb einer relativ volatilen Schiebezone. Wir haben einen sehr, sehr tiefen Schlusskurs. Und solange wir jetzt hier, diese Schiebezone hat ja ihre Kernuntergrenze in dem Bereich in etwa 2635. Und ich denke, solange wir da drunter bleiben, ist es denkbar, dass der Markt hier weiter gen Süden läuft. Also neue Jahrestiefs ausbaut, denn der Bereich 2600 Ende Oktober war Jahrestiefbereich. Ja, das sind hier diese ganzen Tiefs, die wir ausgebaut haben, waren immer wieder Jahrestiefs. Dann erholte sich der Markt ja mehrfach und kam aber dann eben erneut jetzt hier vergangene Handelswoche in den Bereich, baute neue Jahrestiefs aus. Und es ist jetzt hier nicht auszuschließen und es ist vor allem in den US-Märkten auch denkbar, dass hier teilweise auch noch so ein bisschen Momentum auf der Abwärtsseite aufkommt, was natürlich erstmal für den DAX dann auch bedeutet, da ist eben mehr die Abwärtsseite interessant als die Aufwärtsseite, aber noch viel mehr eigentlich bedeutet, dass die US-Märkte hier durchaus noch etwas pushen könnten auf der Abwärtsseite. Und solange wir unter diesem 2635er Bereich bleiben, ja, und auch hier leichte so Erholungstendenzen sehen, in entsprechend diese Widerstandsniveaus rein, wäre es eben somit dann denkbar, zeichnen wir auch gleich nochmal ein bisschen sauber ein, dass wir hier eben Abwärtstendenzen sehen und gegebenenfalls eben neue Bewegungstiefs ausbauen könnten. Somit ist hier drunter, und das nehmen wir jetzt nochmal alles raus, die Begründungen, denke ich, sind jetzt jedem klar. Und somit zeichne ich jetzt hier das Ganze nochmal ein. Als richtungsentscheidenden Bereich haben wir hier die Marke 2635 in etwa. Minimale, leichte Erholung bis zu diesem Bereich wären denkbar für Einstiegssetups in Trendrichtung, und zwar in Trendrichtung abwärts. Und mit dem Ziel, dass wir diese Bewegungstiefs hier angreifen, beziehungsweise es auch denkbar ist und denkbar wäre, dass wir neue Bewegungstiefs ausbauen. Und da hat man nicht so viel Feedback aus der Vergangenheit. Aber wenn wir uns das mal angucken, wenn der Markt markante Tiefpunkte durchschritten hat, hier, 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 ja, da kann man sich so Punkte raussuchen, hier mal nicht, ja, aber auch hier in den letzten Phasen, ja, wenn wir die Tiefpunkte immer nach unten durchschritten haben, dann sieht man, dass hier diese Schritte nach unten immer nicht so extrem waren, ja, hier mal ein bisschen mehr, aber das sind im Endeffekt, ja, durchschnittlich vielleicht so 10, 15, 20 Punkte. Und somit würde ich jetzt hier eine ganz einfache Schlussfolgerung, wenn wir diesen Tiefbereich, den Jahrestiefbereich nach unten durchschreiten, der liegt so im Bereich 90, ich würde nicht viel mehr als 75 als nächsten Rutsch nach unten annehmen. Ja, und das denke ich, wenn wir die Abwärtsseite aufbauen, ist das auch für den S&P erstmal ein realistisches Ziel. Auch hier natürlich der Gedanke, sollten diese Bewegungen schon direkt am Montag oder Dienstag eintreten, dann ist es natürlich denkbar, dass wir im Laufe der Handelswoche dann auch nochmals die Tiefs angreifen. Aber das wäre jetzt erstmal so der Gedanke für die Abwärtsseite, und dann kommt eben der Gedanke auch hier für die Aufwärtsseite. Und da kommt es hier relativ zügig dazu, 2635, ähnlich wie im DAX, dass dann entsprechend hier auch nochmal ein leichter Erholungscharakter reinkommen könnte in die Märkte, dass wir vielleicht ganz grob einen Jahresschlusskurs hier in diesem Bereich vielleicht finden, bloß nicht darauf festlegen, aber es ist jetzt wirklich so eine ganz, ganz grobe Annahme. Somit, und da müssen wir nochmal ganz kurz schauen, merkt euch das, ja, oberhalb 2635 ist dann mehr so die Long-Seite, darunter die Short-Seite, aber was ich jetzt hier nochmal gucken wollte ist, wo der Schluss, beziehungsweise, ja doch, Schlusskurs 2017 war Eröffnungskurs 2018, das müsste hier der Bereich sein. Genau. Zack, schauen wir mal. Also hier, dieser Bereich, ja, ist der, Moment, ich zeichne das nochmal ein, der Jahresschlusskurs 2017 und der Eröffnungskurs 2018. Hier, dieser Bereich. Und da sind wir jetzt im S&P auch mittlerweile im Minus. Ja, zack, ziehen wir mal rüber. Und es kann durchaus sein, dass wir, das ist ja der Bereich, den ich gerade auch so ein bisschen einzeichnete, dass der Markt vielleicht sich entscheidet, dieses Jahr quasi eine Nullnummer hinzulegen. Also ein Jahr, was teilweise oder größtenteils im Profit stattfand, aber jetzt hier in der zweiten Jahreshälfte oder fast nur im letzten Drittel dann sich entschieden hat, ach nee, ich nehme doch hier nicht die Aufwärtsseite, die natürlich sehr, sehr häufig dieses Jahr stattgefunden hat.
Ja, sondern ich entscheide mich hier zum Ende des Jahres dann doch teilweise sehr, sehr volatil für die Abwärtsseite, ja, und ende dann vielleicht auch hier irgendwo in diesem Niveau. Und zwar, das wird dann so eine Art Doji, ja, also so ein Jahr, wo der Markt in der Nähe des Eröffnungskurses des Jahres im Prinzip vielleicht endet. Und ich denke, sollte jetzt hier nichts Gravierendes eintreten, wobei ich jetzt hier gerade Mist erzählt habe bezüglich der Jahrestiefs, muss ich sagen. Die sind ja hier unten. Also da, nehmt das mal zurück, sehe ich gerade. Schwachsinn, aber die Tiefs sind natürlich trotzdem markant und wichtig. Dass wir hier vielleicht in diesem Bereich dann auch ja, den Schlusskurs finden. Ne? Ist jetzt große Spekulation, aber ich würde jetzt hier, was ich dann eben gesagt hatte, gar nicht so dermaßen davon ausgehen, dass wir jetzt hier mit so dollem Schmackes im Prinzip neue Bewegungstiefs ausbauen. Gehen wir zum Euro-US-Dollar. Schauen wir uns den Euro-US-Dollar an und den können wir schnell abhaken. Denn von mir, von meiner Seite wird im Euro-US-Dollar zu 95% dieses Jahr nicht mehr gehandelt. Wir hatten sowieso den Markt, den Euro-US-Dollar in der Vergangenheit sehr häufig. Wir starteten ein Stück weiter vor der Anzeige hier. Wir starten Anfang des Jahres mit einer Seitwärtsphase. Wir liefen dann mal kurzzeitig in einem sehr, sehr schönen, sauberen Trend, wo man wirklich gutes Geld verdienen konnte. Waren dann wirklich von Mai, ja, von Mai bis Oktober mehr oder weniger in einer sehr, sehr langweiligen Seitwärtsphase. Kurze Ausreißer nach oben und unten, aber das war nicht der Rede wert und sind jetzt hier quasi, ja, seit Ende September, Anfang Oktober so langsam am Laufen aus dieser großen Schiebezone, sind hier jetzt aber quasi seit Anfang November schon wieder hauptsächlich in einer anderen Schiebezone drin, wo einfach der Markt sich hauptsächlich drin aufhält. Ja, also hier. Das ist so die Hauptzone. Genau wie die anderen Schiebezonen, nur dass diese jetzt von der Volatilität her kleiner ist, gerade mal 100 Ticks groß. Diese hier war 200 Ticks groß. Und Anfang des Jahres, das waren auch etwas mehr als 200 Ticks. Ja, also hier diese Seitwärtsschiebezone war 200 Ticks und aktuell ist im Prinzip diese Schiebezone noch kleiner. Also die Volatilität nimmt ab, sie baut ab und sie ist auch auf Tagesbasis aktuell nur noch knapp oberhalb von 60 Ticks pro Tag, was nicht interessant ist. Denn wenn ich im Daytrading unterwegs bin und einen Markt habe, der wirklich zunehmend abnimmt an Tagesschwankungen, dann wird es halt immer uninteressanter. Zumindest für mich, für meinen Handelsansatz. Wir sind zwar am Freitag jetzt dann hier oder zum Ende der Handelswoche dann doch nochmal wieder rausgelaufen aus dieser Schiebezone, was jetzt nicht zwingend ein Zeichen ist, dass es weiter nach unten geht, aber auf jeden Fall schon mal so ein kleines Anzeichen sein könnte, dass hier sich vielleicht der Markt erstmal erneut in Richtung 1,12 bewegt und vielleicht sogar nochmal neue Bewegungstiefs ausbaut. Aber diesen Gedanken kann man hegen. Und den Gedanken kann man auch hegen, solange der Markt unterhalb von, der Euro-US-Dollar unterhalb von 13,30 bleibt. Wäre hier natürlich erstmal der Gedanke des Abwärtstrends oder der erneuten Aufnahme dieses Jahresabwärtstrends durchaus denkbar. Und vor ein paar Wochen haben wir auch darauf immer noch mal gesetzt. Aber annähernd letzte Handelswoche Euro-US-Dollar war dieses ganze Jahr mehr Shoppy als alles andere. Ich will sowieso defensiver handeln. Und dann ist das nicht zwingend mein Terrain, wo ich mich tummeln möchte. Somit hier. Wie gesagt, da wird kaum noch was passieren. Aber, das hatte ich eingangs gesagt, wir blicken mal auf den britischen Pfund. Der hat jetzt die Widerstände und Unterstützungen nicht drin. Das ist alles nicht angepasst. Aber ich möchte hier noch mal eine Sache kurz euch zeigen. Und das ist das, wo man eben dann doch noch mal etwas Geld verdienen konnte, zumindest von meiner Seite hier wirklich durch dieses Momentum, was hier aufgebaut wurde, der Markt auf einmal für mich interessant wurde vergangene Handelswoche, denn wir hatten das vor ein paar Wochen immer schon mal, das war hier diese Phase, ja. Saubere Bewegungen im britischen Pfund, das ist ein positiv korrelierender Markt, zumindest aktuell zum Euro-US-Dollar, mit teilweise saubereren Trendbewegungen, mit etwas höherer Volatilität, bedeutete, dass das Handeln im britischen Pfund teilweise viel, viel interessanter war als im Euro-US-Dollar. Und selbst wenn man den Euro-US-Dollar analysierte
ich dann teilweise Trades im britischen Pfund umgesetzt habe. Ist jetzt egal, warum, weshalb, wieso oder das jetzt detailliert zu erklären, aber diese Idee hatte sich dann so ein bisschen im November relativiert, da dann eben der britische Pfund in dieser Phase doch ein bisschen shoppy wurde. Schnelle Richtungswechsel, Brexit, ja, das sind so die fundamentalen Kernpunkte, die ja den Markt sehr, sehr schnell zu Richtungswechseln brachten. Und dieser Gedanke, den wir vorher im Handelsjahr dann eben auch schon mal hatten, mit diesem positiv korrelierenden Markt und höherer Volatilität und sauberen Trendbewegung, das hatte sich so ein bisschen relativiert. Dann kam aber hier dieser Sprung nach unten und wir konnten hier aus diesem zweiten Schritt, aus diesem Momentum-Schritt auf der Abwärtsseite partizipieren. Und jetzt kam rein charttechnisch hier so ein Erholungscharakter rein. Und es ist jetzt nicht auszuschließen, ja, das kann man fundamental damit begründen, dass natürlich dieser Brexit-Faktor heiß gekocht wird. Wir hatten es eingangs gesehen in den Wirtschaftskennzahlen, dass natürlich die Zinsentscheidung auch Bank of England diese Woche nochmal kommt. Und wir jetzt rein charttechnisch hier, also mehr oder weniger diese Tiefpunkte, gut, den hohen noch nicht, aber den hier haben wir annähernd getestet, dass sich hier eventuell eine Bewegung auf der Abwärtsseite erneut zeigt, ähnlich wie es im Euro-US-Dollar stattfinden kann. Nur mit dem Unterschied, dass wir hier gute 100 Punkte durchschnittliche Tagesschwankungen haben, also eine Chance, eine höhere Chance auf Bewegung und auf Tagesgewinne, die im Euro-US-Dollar eben nicht ganz so interessant ist. Wir können gerne mal ein Webinar dazu machen oder ich werde das dann auch mal in einer Schulung vielleicht mal nochmal ein bisschen genauer erklären. Aber was ich damit sagen möchte, wenn man eben in den Währungen Euro-US-Dollar und britischen Pfund agieren möchte, dann macht sich es vielleicht etwas interessanter im britischen Pfund, weil hier für die kommende Handelswoche vielleicht mal ein bisschen mehr Bewegung reinkommt und idealerweise trendfolgend dann auf der Abwärtsseite. Das jetzt nur nochmal der kleine Ausflug dorthin und eben auch der Gedanke, warum aktuell und auch für die letzten Tage im Jahr 2018 ja wahrscheinlich für mich der Euro-US-Dollar eben nicht mehr interessant sein wird. Und dann müssen wir fürs nächste Jahr schauen, ob denn hier eben der Markt, dieses Währungspaar wieder interessant wird oder ob wir uns genauso schleppend weiter bewegen, wie wir das jetzt eben hauptsächlich aus dem Jahr 2018 kannten. Wir switchen aufs Gold. Gold war, ein bisschen hat sich das gebessert, war auch eine lange Zeit uninteressanter, sagen wir es so. Wir haben es natürlich regelmäßig analysiert, aber wir haben auch regelmäßig, ähnlich wie im Euro-US-Dollar, analysiert das Gold, und das fing eigentlich hier an schon, das war so im Sommer, dass wir anfingen, das ist ja hier ein 4-Stunden-Chart und das sind denn hier schon mehrere Tage, das Gold eben eigentlich anfing so ein bisschen seitwärts zu tendieren. Wir hatten dann nochmal so einen Sprung auf der Unterseite, 1160 das Tief, dann nochmal mit ein bisschen Momentum nach oben, aber dann hatten wir hier eben auch eine lange Zeit eine Seitwärtsschiebezone, dann ging jetzt mal der Markt mal so ein bisschen nach oben, aber dann haben wir uns hier mehr oder weniger auch schon wieder in so einem Bereich hauptsächlich aufgehalten. Aber hier am Ende hat sich dann doch ein wenig mehr Volatilität gezeigt. Und zwar kam das dann auch teilweise mit etwas saubereren Trendbewegungen hier zustande, was jetzt auch im Gold dazu führte, dass ich doch den einen oder anderen Trade dann doch nochmal wieder gewagt habe, auch den einen oder anderen Gewinner produzieren konnte, allerdings in der vergangenen Handelswoche einen kleinen Verlierer. Aber ich denke, es ist nicht auszuschließen, dass der Gold auch in den nächsten letzten Handelstagen des Jahres vielleicht nochmal etwas Bewegung zeigt. Und hier bietet sich ein Bereich an, und das ist eigentlich mehr ein Setup, als dass es jetzt hier mehrere Punkte gibt für die kommende Handelswoche. Würde ich persönlich meinen Fokus mal so ein bisschen auf diesen Bereich hier setzen. Das ist so in etwa, wir können es uns gleich detaillierter nochmal angucken, der Bereich 12,30. Wir sind eigentlich schon vergangene Handelswoche hier so ein Stück nach unten gelaufen, haben diesen Bereich nicht ganz getestet und haben vorher schon so ein bisschen gedreht. Aber was jetzt hier übergeordnet definitiv interessant ist, ja, wenn wir uns hier diese letzten Schwünge anschauen, aufwärts, Konsolidierung, aufwärts, aktuell Konsolidierung in diesen alten Hochbereich, um von hier aus gegebenenfalls nochmal etwas Gas zu geben. Und da würde mir persönlich locker ausreichen, dass der Markt sich entsprechend in Richtung dieser Hochs bewegt, beziehungsweise vorherige Hochs in etwa 1241, 1242, also dass wir hier in diesen alten, wichtigen Widerstandsbereich reinlaufen, beziehungsweise der Markt dann eben noch den Schritt
in diesem Bewegungshochbereich um die Marke 47, 48 schaffen könnte. Und da der Bereich hier unten um die Marke von 30 liegt und hier oben der Bereich startet 40, 41, 50, 55, 48, 47, 48, dann haben wir hier 15, 16, 17 Dollar Chance. Das ist durchaus interessant und auch durchaus für die kommende Handelswoche ein realistisches Ziel. Und da wir aktuell so ein bisschen Bewegung drin haben im Gold, wäre das nochmal ein Gedanke, den ich vielleicht auch mit ein oder zwei Trades dann verfolgen würde. Läuft der Markt allerdings hier runter, etabliert sich hier drunter unter dem Unterstützungsbereich in etwa 12,30, wir gucken uns das gleich an, dann Finger weg, dann sind wir wieder in dieser Schiebezone hier unten drin, die schon sehr, sehr shoppy war in der Vergangenheit. Und vielleicht finden wir dann auch den Schlusskurs hier unten. Und dann wird es erstmal uninteressant, denn die Short-Seite, die wird bedingt jetzt hier durch diese ja extrem schleppende Aufwärtsbewegung, die hier in irgendeiner Art und Weise ja eigentlich stattfindet. Ja? Und in diesem ganzen Gemuddel und Gekuddel hier unten, da kann der Markt schnell immer mal wieder auf der Aufwärtsseite hochdippen. Somit ist die Abwärtsseite im Gold für mich aktuell, und das gilt dann eben auch bis zum Schluss des Jahres, uninteressant. Hier oben wäre es für die Aufwärtsseite noch interessant, und das würde ich mir dann auch für die kommende Woche dann eben entsprechend anschauen. Wir schauen abschließend aufs WTI, hatten wir uns ja in den letzten Wochen denn doch des Öfteren immer mal wieder angeschaut, weil wir kamen hier und sind hier und die Fragen häuften sich. Wir sind in den Ölen generell in einem sehr sauberen Abwärtstrend gelaufen. Wir hatten dann auch eben entsprechende Niveaus uns immer wieder angeschaut und aktuell befindet sich eben das Öl. Wir hatten uns ja diesen Widerstandsbereich 54,50 in etwa, der vorher ein wichtiges Unterstützungsniveau war, den hatten wir uns angeschaut, und dass wir eben aktuell hier auch in einer Seitwärtsrange sind, die durchaus durch immer wieder mal Versuche auf der Abwärtsseite ausgenutzt werden kann. Und dieser Gedanke, der bewahrheitete sich auch in der vergangenen Handelswoche, denn der Markt schwankte in diesem Bereich hin und her und gab uns dadurch eben auch diverse Möglichkeiten, hier auf der Abwärtsseite gegebenenfalls ein wenig Geld zu verdienen. Aber der Markt brach eben nicht nochmal nach unten aus, was eben auch einer meiner Gedanken war, dass der Markt eventuell nochmals es schaffen könnte, nachhaltig dann den 50er-Bereich nach unten zu durchschreiten, um hier unten nochmal neue Bewegungstiefs auszubauen. Ich halte es nach wie vor nicht für unrealistisch. Wir haben hier so ein bisschen weiterhin eine Sequenz fallender Hochs. Hier unten allerdings aktuell mehr oder weniger so einen Bereich, wo die Tiefs enden. Ja, und der Bereich ist diese Unterstützung 15,50. Somit, wenn wir hier diese Sequenz weiter fortbehalten von diesen fallenden Hochs und nicht aktuell wäre es so der Bereich um die Marke 52, 50, 53, ja, wenn wir hier quasi diese schräge Trendlinie nicht mehr nennenswert nach oben durchschreiten, alles, was da drunter so stattfindet, ist weiter abwärts tendieren und könnte dazu führen, und das wäre auch so der Kerngedanke. Ich würde schon immer mal wieder noch darauf schauen, solange wir unterhalb wichtiger Bereiche bleiben, aktuelle Bereich so 52, 50, 53, würde ich es weiter mal versuchen, die Abwärtsseite zu handeln, mit dem Gedanken, dass wir 50, 50 und 50 nach unten durchschreiten und erneut hier in Richtung der Bewegungstiefs beziehungsweise vielleicht sogar einen Schritt tiefer laufen könnten. Allerdings, das auch hier zum Ende des Handelsjahres, ich würde es jetzt nicht mehr permanent jeden Tag irgendwie short, 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 sondern vielleicht ergeben sich nochmal ein paar Setups. Wir werden dort in den Livestreams entsprechend draufschauen. Vielleicht ergibt sich da nochmal was, wo man es auf der Abwärtsseite versuchen kann. Wir hatten in der vergangenen Handelswoche, da hatte ich mal ein, zwei Setups vorgestellt, die hier dienlich waren, um die Abwärtsseite zu handeln, um dann auch den ein oder anderen Dollar einzustecken. Und das werden wir auch in der kommenden Handelswoche tun. Und mit dem Gedanken, wie gesagt, dass der Markt zum einen in Richtung 50, 50, 50 rutscht, beziehungsweise vielleicht es hier nochmal in Richtung, was haben wir hier unten, ja, ob der nur Richtung 47, 20, 47, 30 hier Gold, die Öle rutschen, also WTI in dem Fall. Moment, ich zeichne das nochmal ein. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu vage, ja, also dass jetzt hier dieser große Schritt nochmal auf der Abwärtsseite getätigt wird. Aber ich denke, fürs Daytrading hier diese kleineren Bewegungen an die Bewegungstiefs oder so leichte Unterschreitungen sind realistisch, und die würde ich dann auch versuchen, mal entsprechend noch auszunutzen, wenn sie denn eintreten. Long würde ich erstmal diese Woche
nicht mehr handeln oder die kommende Handelswoche und dann entsprechend vielleicht kommendes Handelsjahr. Das soll es von meiner Seite jetzt erstmal gewesen sein. Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 51. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich dem Video einen Daumen hoch gebt. Wir hören uns dann definitiv in den Livestreams in der kommenden Handelswoche DAX Long oder Short, US Opening Bell entsprechend wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Bis dahin euch Good Trades und Mega Trading. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.